Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck-App-Wie. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann auch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma kommt aus den USA und ist in der Pharmabranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 4%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um ca. 9% angestiegen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre. Der liegt bei ca. 15% und hier vergebe ich einen von 2 möglichen Punkten. Dann kommen wir zum Cashflow-Wachstum pro Jahr und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um ca. 11% angestiegen und auch dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre. Der liegt bei ca. 14%. Und hier gebe ich ebenfalls einen Punkt. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren durch den pro Jahr um ca. 11,6% angestiegen. Und auch dieser Wert ist schwächer, wenn auch leicht schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre. Der liegt bei ca. 11,7%. Und hier vergebe ich auch einen Punkt. So, dann kommen wir zum vierten Kriterium, und zwar zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Gewinn zwischen 2022 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 9,1% ansteigen. Und dieser Wert ist leicht stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich insgesamt 1,5 Punkte. Das fünfte Kriterium, das prognostizierte Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Cashflow zwischen 2022 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 1,4% zurückgehen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir im zweiten Kriterium sehen und hier vergebe ich insgesamt keinen Punkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr und laut den aktuellen Analystenprognosen soll der Umsatz zwischen 2022 und 2026 im Durchschnitt pro Jahr um ca. 0,6% ansteigen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir beim dritten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir keinen Punkt. So, dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und hier hat sich die Schuldenquote von 84% auf 85% leicht verschlechtert in den letzten 10 Jahren. Und daher gibt es hier keinen Punkt mehr beim letzten Kriterium. So, damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt AppWie in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 4,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten und in meiner Wachstumscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Wachstumscheck und hier landet AbbVie momentan mit den 4,5 erreichten Punkten hier auf dem 14. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. So, jetzt in der Grafik zum fairen Wert hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der AbbVie-Aktie von circa 2012 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist circa zwischen Anfang und Mitte Dezember 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.